Hey mein Lieben, heute möchte ich euch meine Haarroutine zeigen. Ja, ich habe irgendwie gerade Lust auf das Video bekommen und ja, heute geht es eben einfach mal um meine Haarroutine, was ich so mache, was für Produkte ich benutze und erstmal so zu ein paar Basic-Daten. Ich wasche meine Haare eigentlich alle 2 Tage. Ab und an benutze ich auch Trockenshampoo, da bin ich ja ein sehr großer Fan von. Ich liebe ja das von Trend It Up, also von Balea, von der Eigenmarke von DM. Bin ich sehr, sehr verliebt, aber ich habe jetzt dieses neue von Baptiste ausprobiert, dieses für blondes Haar. Und ich muss sagen, ich finde das von der Trockenshampoo-Wirkung super, noch besser eigentlich. Aber mein Handtuch hatte danach gelbe Flecken. Also ich tue es halt immer so mit dem Handtuch ausrubbeln, damit ich auch wirklich sicher bin, dass alles raus ist. Und dann hatte das gelbe Flecken und ich denke mir nur so, ja toll, super. Das ist leider der Nachteil an diesem Ding, aber es hatte einfach eine super, super gute Trockenshampoo-Wirkung. Ich werde es auf jeden Fall leer machen, aber es ist halt blöd, ne? Naja, gut, aber das ist jetzt so mal als Ding. Also meine Haare, wie gesagt, ich wasche sie um die alle 2 Tage, manchmal auch alle 3 Tage. Das kommt immer drauf an, ob ich gerade Lust habe. Und ja, dann sind meine Haare relativ kaputt und brüchig und ja, haben relativ viel Spiss. Das liegt natürlich daran, dass ich sie immer glätte. Eigentlich halt auch immer nach jedem Waschen, weil ich es einfach nicht mag. Ich meine, ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn ihr mich schon ein bisschen länger kennt, dann wisst ihr, dass ich ein paar Videos habe mit meinen lockigen Haaren. Aber ich weiß nicht. Mir gefällt so, wie es jetzt halt ist, einfach am besten. Und es ist ja meine Sache, es sind meine Haare, die dabei kaputt gehen. Und ja, aber ich mein Gott, nennt mir ein Mädchen, das keine kaputten Haare hat. Ist wirklich so. Ich kenne niemanden. Ich meine, es gibt welche, die haben weniger kaputte Haare, okay. Aber ich kenne niemanden, der total super gesunde Haare hat. Da kenne ich wirklich keine einzige Person. Also, naja, okay. Dann kommen wir jetzt mal zu Shampoos, die ich ganz gern benutze. Und zwar einmal das hier von Balea. Das ist dieses Colorschutz-Shampoo. Das benutze ich jetzt, weil ich meine Haare vor kurzem erst gefärbt habe. Und ja, da soll man ja schon darauf achten, dass man da nicht irgendwelche Shampoos nimmt, sondern eins hier mit UV-Schutz und Nutri-Komplex, was auch immer Nutri-Komplex ist. Falls ihr das wisst, schreibt mir so in die Kommentare, was ist ein Nutri-Komplex? Ja. Auf jeden Fall ist es eigentlich ganz gut, so bisher, was ich so bemerkt habe. Meine Haare glänzen, sie sind, denke ich mal, ganz gut geschützt. Das denke ich mal, aber ja, ich werde es halt mit der Zeit sehen, ob meine Haare schneller verblassen oder nicht. Ich hatte früher immer das von Elvital, dieses rote da, dieses Colorschutzding. Das war auch wirklich sehr gut. Aber ich dachte mir, vielleicht kriegt man die gleiche Wirkung für 2 Euro günstiger. Naja, ich probiere es jetzt halt mal aus. Also wie ihr seht, ich habe da auch noch nicht so viel benutzt davon. Meine Haare sind auch erst seit 2 Wochen koloriert, also muss ich noch weiter benutzen. Ja, dann benutze ich auch sehr gerne und schon seit etwas längerer Zeit diese Monsterflasche. Schaut euch diese Monsterflasche bitte mal an. Das ist Franc Pauvot Repair Expert. Ja, die ging nämlich aus dem Sortiment vor einigen Wochen. Ja, oder Anfang des Jahres, weiß nicht genau. Auf jeden Fall habe ich mir das halt mitgenommen, weil es halt reduziert war auf 2 oder 3 Euro. Auf jeden Fall dachte ich mir, hallo, für 750 Milliliter Franc Pauvot zu haben, warum nicht, ne? Und auch noch Repair Expert ist ja sowieso das, was ich brauche. Und ich finde, es riecht auch sehr, sehr angenehm. Ja, es hat so ein bisschen, es hat einen natürlichen Duft. Also ich finde, ich würde jetzt nicht unbedingt sein. Natürlich weiß ich nicht, ob es eine Silikonbombe ist. Wahrscheinlich schon. Aber es riecht relativ natürlich. Also es hat dieses Professionelle, aber es hat auch ein bisschen was, so einen leichten Kräutereinschlag, so ganz leicht. Und ja, natürlich könnte man jetzt hier nach irgendwelchen Inhaltsstoffen suchen, aber ich kenne mich da sowieso nicht aus. Hier steht gerade nur irgendwas von Parabenen, aber ja, was soll man machen? Ja, aber mich stören Silikone und Parabene an sich eigentlich nicht. Ich habe da bisher noch keine schlechte Erfahrung gemacht. Natürlich sind sie nicht immer so gut für die Haare, aber wenn eben nur dadurch meine Haare einigermaßen gesund aussehen können, dann muss ich das halt wohl so machen und ja, ist ja meine Entscheidung, ne? Auf jeden Fall finde ich das ganz toll, aber eigentlich brauche ich es euch ja nicht zeigen, weil ihr es nicht nachkaufen könnt. Aber ich finde es wirklich super. Also, es hilft meinen Haaren auf jeden Fall und vor allen Dingen auch in Kombination hier mit dieser guten Kur, die ich eigentlich alle, ja, 2-, 3-mal Waschen reinmache. Also nicht nach jedem Waschen, aber ja, doch, manchmal ich auch nach jedem Waschen, je nachdem, wie ich gerade Lust dazu habe. Ja. Auf jeden Fall finde ich die auch relativ gut. Da kann ich euch nochmal zeigen, wie es aussieht.
Shampoo sieht eigentlich auch so ähnlich aus, hat auch so eine leichte peachfarbene Färbung, so. Ja, ich denke, die werde ich auch Ende des Monats oder Anfang nächsten Monat leer machen, weil der auch nicht mehr so viel drin ist und ja, die ist eigentlich auch gut und die war auch runtergesetzt auf 3 Euro und vorher kosten die, glaube ich, um die 7 oder 8 Euro, deswegen habe ich mir die nie gekauft, nie, weil ich mir dachte, nee, so viel gebe ich nicht für ein Shampoo aus und so, aber runtergesetzt, warum nicht und ja, ist ja nicht so, als hätten wir nicht schon genug Shampoos daheim, ne? Ja, dann habe ich mir quasi notgedrungen, das Elnett Dings da, dieses Hitzeschutz Styling Spray 3 Tage glatt gekauft. Da gibt es ja noch Volumen und Locken und so, aber ich will natürlich glatte Haare. Notgedrungen, damit meine ich, weil ich benutze ja sonst immer dieses, wie heißt's, von Balea, dieses Glatt- und Glanz-Serum, was ich immer hier in die Spitzen gebe. Und das ist sehr gut, ich liebe das. Aber ich war zweimal bei DM und beide Male war es nicht mehr da. Und ich denke mir so, nee, oder? Dann habe ich extra jemanden gefragt, ob die nachgeliefert werden. So, ja, die werden nachgeliefert, die sind nur sehr angefragt. Ich so, ja, toll, ich will es auch. Und ja, weil ich mir das bestimmt schon 3-4 Mal nachgekauft habe und ich es einfach sehr, 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 sehr liebe. Und ach ja, naja gut, auf jeden Fall, das hier ist auch ein großer Favorit von mir. Ich habe es noch nicht so häufig verwendet, aber ich finde mein Haar, ich habe es auch heute genommen, mein Haar fühlt sich irgendwie total glatt an und total, ich weiß nicht, es ging irgendwie leichter, sie zu glätten. Ich weiß auch nicht, und ich fummel die ganze Zeit in meinen Haaren rum. Ist ja auch ein Haarvideo. Ja, nee, ich finde, sie fühlen sich viel glatter an und also 3 Tage kommt bei mir sowieso selten hin. Okay, manchmal schon, aber mal schauen, wie lange das wirklich meine Haare schön glatt hält. Und ja, aber generell finde ich es sehr gut, vor allen Dingen hat ja Hitzeschutz. 230 ist sowieso perfekt, weil ich ja immer Glätteisen und so, ne? Und Föhn, ja, ich weiß, es sind alles schädliche Dinge für mein Haar. Aber was soll ich machen, wenn ich sie Luft trocknen lasse, dann sind sie noch lockiger und ich muss noch länger glätten. Und ja, nicht glätten ist auch keine Lösung für mich. Und ja, naja, gut. Man schmiert sich dann halt irgendwelche Sachen rein, die reparieren sollen und Silikon und das Ganze, ja, das weiß ich, aber ein bisschen hilft schon. Meine Haare würden, glaube ich, schlimmer aussehen, wenn ich nichts machen würde. Und ich finde, im Moment geht's. Ich bin sowieso relativ zufrieden mit meinen Haaren. Na klar, es würde immer besser gehen, aber eigentlich mag ich meine Haare jetzt, so wie sie sind. Ich mag die Farbe, ich mag die Länge und, so, jetzt. Und ja, ich mag einfach so, wie sie sind zurzeit und vielleicht war da jetzt irgendwie was Nützliches für euch dabei. Also ich kann euch generell immer Trockenshampoo empfehlen, egal von welcher Marke. Damit könnt ihr locker noch einen Tag Zeit quasi gewinnen, weil ja, ich finde es einfach total praktisch, wenn man einfach Trockenshampoo benutzen kann. Ich finde es total praktisch. Natürlich, ihr sollt davon jetzt nicht leben, ihr sollt jetzt nie wieder eure Haare waschen, sondern ihr sollt einfach nur es für zwischendurch mal ausprobieren, wenn ihr einfach denkt, eigentlich könnten meine Haare wieder gewaschen werden, aber ich habe keine Zeit oder keine Lust, dann einfach draufsprühen und dann wieder ausrubbeln und dann ist fertig. Und ja, das war jetzt mein Haarvideo. Ich denke mal, es ist nicht zu lange geworden und vielleicht konnte ich euch ja ein paar Tipps geben. Wenn ihr irgendwie Tipps für mich habt, für meine brüchigen Haare und so, dann aber kommt mir nicht mit irgendwelchen nicht mehr glätten und so, was ich schon gesagt habe, das ist für mich keine Option. Wenn ihr irgendwelche Wunderprodukte habt, dann nur her damit. Würde ich mich sehr über Empfehlungen freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und schreibt mir doch bitte auch eure Haartipps rein. Und dann habe ich noch eine Bitte an euch, und zwar euer Feedback. Das bedeutet mir wirklich sehr viel, Videowünsche, weil ich hätte gerne mehr Videowünsche von euch, weil ich kann ja nicht wissen, was ihr gerne sehen wollt. Und ja, deswegen schreibt mir das doch in die Kommentare, wenn euch das jetzt gefallen hat, dann würde ich mich auch super über einen Daumen hoch freuen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal und tschüssi!